Dieser Forschungsbereich ist noch ziemlich neuartig. Und zwar so neuartig, dass halt Allgemeinmediziner in ihrem Studium davon gar nichts gelehrt kriegen. Das ist quasi wie bei der High-Carb-Low-Fat-Ernährung, dass dass es halt eben nicht gelehrt wird. Und jeder sollte es halt wissen, aber kaum einer weiß davon. Und daher ist halt der Wirkstoff in Estrobrock auch nicht bis ins letzte Detail erforscht. Bis jetzt sind halt keinerlei Risiken oder Nebenwirkungen bekannt, aber das letzte Mini-Risiko bleibt quasi für den, der sich entscheidet, das mal auszuprobieren und der halt nicht mehr irgendwie 20 Jahre warten will, bis der Wirkstoff halt Mainstream geworden ist. Und so ist es halt auch bei der High-Carb-veganen Ernährung, ne? Also die Lebenslangzeitstudien liegen halt noch nicht vor und trotzdem springen schon so viele auf diesen Zug, weil sie sich informiert haben und weil sie einfach logisch finden und weil sie sich entscheiden, das Risiko gerne auf sich zu nehmen. Und ja, so war halt Estroblock und der Wirkstoff für mich auch so ein Risiko, dass ich gerne eingegangen bin und es konnte eigentlich nur noch besser werden für mich. Und ich fand es halt auch einleuchtend, dass ich davon noch nie was gehört hatte, weil weil es halt eben so neuartig war. Kleiner Ortswechsel. Es ist halt immer so bei Dingen, die von denen man noch nie gehört hat, dass dann halt viele sagen, ja, wenn das so viel helfen soll, so viel bringen sollte, hätte ich doch schon längst mal davon gehört. Da hätte mir mein Arzt es doch auch schon längst gesagt. Und das ist halt das Problem mit vielen Sachen. Nicht alles, was der Mainstream sagt, ist gut. Vieles ist nicht gut. Und auch nicht alles, was man von dem man nicht gehört, also ist richtig, ja. Da muss man einfach für sich selbst den Kopf einschalten und selbst überlegen, also sich selbst etwas reinlesen, damit auseinandersetzen und rausfinden, also macht das für mich Sinn? Ist das für mich, ist das mein Ding? Stimmt das überein mit allem, was ich so glaube und was ich als richtig empfinde? Und genau das habe ich halt eben auch gemacht und das empfehle ich auch jedem, dass man da echt auf sein eigenes Gefühl hört bei solchen neuartigen Sachen. Denn ich finde es nicht richtig, nur weil etwas neuartig ist und zwar und quasi noch nicht 100%, 1000%ig erforscht ist, dann deswegen zu sagen, dann versuche ich es noch nicht, weil ich bin ängstlich und wer weiß und vielleicht geht die Welt unter, vielleicht fällt mir der Himmel auf den Kopf. Ja, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber das finde ich nicht richtig. Also nur weil etwas alternativ ist und nicht dem Mainstream entspricht, heißt es nicht, dass es gefährlich ist, ja? Oder keine Ahnung was. Oder dass es nicht mega der Burner ist. Aber es heißt natürlich eben auch nicht direkt, dass es auf jeden Fall, dass man alles Alternative, was nicht der Mainstream ist, gut ist. Ja, und deswegen sage ich einfach, Kopf selber einschalten und tu, was dein Herz dir sagt, tu, was dein Körper dir sagt und was du für richtig empfindest. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es meiner Meinung nach auf keinen Fall daran liegt, dass dieser Wirkstoff, die Indolylmethane, so neuartig ist, warum man nichts davon weiß. Das ist bestimmt ein Teil davon, warum das in der Allgemeinmedizin noch keine Anerkennung gefunden hat. Aber ich sag mal, der Hauptgrund dafür ist meiner Meinung nach, ist einfach logisch, dass die Allgemeinmedizin auch sehr gut aufpasst, was es denn jetzt verbreitet und was nicht. Selbst wenn es jetzt irgendwann in ein paar Jahren total, angekommen ist, forschungsmäßig, auch im Mainstream, in der Mainstream-Medizin, dann bezweifle ich, dass sie direkt sagen werden, oh ja, komm in unsere Arme, darauf haben wir schon lange gewartet, wir werden die hier publizieren, sodass es jeder weiß, das ist ja der Burner, das muss jeder wissen. Das bezweifle ich sehr, weil das Wissen, der Fakt, dass die Pille schädlich ist oder auch generell, dass synthetische Hormone und Xenoöstrogen schädlich sind, giftig sind für unseren Körper und uns wirklich, ja, Schaden zufügen, gefährlich für uns sind,
Das wird die Medizin nie so unterschreiben. Das ist traurig, aber wahr. Aber jeder allgemein, also nein, nicht jeder. Ich will es nicht pauschalisieren. Es gibt auch Ärzte, die sich wirklich da in den Alternativbereich, also die auch offen sind für Bereiche, die nicht in der Allgemeinmedizin verbreitet sind. Aber die meisten Allgemeinmediziner, die meisten Gynäkologen, ich habe bis heute noch keinen gefunden, der mich da richtig versteht und der mir nicht den Vogel zeigt. Die meisten von ihnen verschreiben die Pille mit Freuden. Ja? Die schmeißen da mit um sich. Und auch andere Hormone, diese ganz synthetischen, die uns eben so einen Schaden zufügen. Und also letzten Endes ist es ein riesengroßes Geldgeschäft, ja. Die Pille ist, ich will gar nicht wissen, wer sie damit eine goldene Nase verdient. Es ist wirklich traurig, aber ich glaube, also ich hoffe, dass es irgendwann, genauso wie die gesunde Ernährung, dass die gesunde Ernährung, die Milchindustrie quasi, dass die große Masse irgendwann so groß ist, die wirklich gesund lebt und weiß, dass tierische Produkte gesundheitsschädlich sind, dass die Milchindustrie quasi über, dass die stärker sind als die Milchindustrie. Und dass dann wirklich High Carb, Low Fat, vegane Ernährung Mainstream wird. Aber bis dahin ist es natürlich noch lange und genauso hoffe ich das auch für diesen Wirkstoff. Also was für ein Wunder, ja? Und aber auch was für eine Bedrohung für die Pille und andere allgemein, ja, diese ganzen medizinischen Sachen, die dann angeboten werden, ja? Gegen Akne und diese ganzen hormonellen Probleme, weil überhaupt gar kein Zusammenhang zwischen Pille und diesen Symptomen hergestellt wird und so viele Frauen wundern, leiden darunter und aber keinem wird irgendwie der Zusammenhang irgendwie klar gemacht und entweder weil man es halt einfach nicht weiß als Arzt oder weil man es nicht sagen will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist noch ein langer Weg dahin. Aber ich hoffe, dass ich mit meinem Video einen Beitrag dazu leiste, dass es ein bisschen, klein, Ticken schneller geht. ja, genau. Das war's eigentlich. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und gebt mir ein Like, wenn es geholfen hat. Und ich sehe euch im nächsten Video. Ciao!